Nee, auch wieder nichts. Oh Mann, das dauert. Ey, Merle, wir müssen gleich zum Training. Ja, Merle, guck mal hier. Ich hab wieder was für uns gesammelt. Hast du eben Zeit? Wo du wieder her ist. Zeig mal. Guck dir das an, du. Du warst wieder beim Friseur. Psst, nichts verraten. Die geben wohl nie auf. Halten sich für Glückspilze. Wollen wir weitermachen? Höhenruder? Gecheckt. Seitenruder? Gecheckt. Okay. Und Start! Yeah! Pass auf mit dem Baum! Oh Gott, ich mach das schon, bleib cool! Guck mal, Armin, die Reise. Das ist ja für. Frage, wie lang ist der Strand auf der Insel? Strand auf der Insel? Hier steht's ja, 15 Kilometer. Ah, ist ein bisschen leicht, ne? Da gehen bestimmt viele richtige Lösungen ein. Wollen wir trotzdem? Gut. Ja. Okay. 15 Kilometer, ne? Du, Ami? Ja, Merle? Glaubst du wirklich, dass wir mal was gewinnen? Das ist jetzt schon das 34. Preisrätsel. Ja, natürlich. Man muss bloß Geduld haben. Wie im Lotto. Hier sind noch ein paar Briefmarken. Da. Niklas und Tobias glauben, das ist alles Betrug. Ach was, das muss man sportlich sehen. Wie heißt der schöne Spruch? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Hm? Hoffentlich. Ich muss jetzt los. Hexe wartet bestimmt schon. Tschüss. Tschüss, mein Dear. Geht's so? Und viel Spaß, ne? Oh, mal sehen. Los, Enrique. Super. Oh. Ein bisschen höher abspringen, ja? Okay, gut. Hey! Merle, hilf mir mal. Das war richtig gut. Du solltest mir lassen, es gut. Dolly? Nee, 3 oder 4 Mal Training in der Woche. Da kennt ihr mich ja gar nicht mehr. Schade, dass du keinen Ehrgeiz hast. Im Sommer können wir sowieso nicht mehr zusammen touren. Da bist du auch weg. Ja, im Schüleraustausch. Aber ich weiß sowieso noch nicht, wohin ich komme. Aber das kann dir ja egal sein. Du kriegst dann einen richtigen Trainer. Okay, das reicht. Jetzt eine Übung für die Großen, ja? Deine. Wow, solche will ich auch haben. Wunderbar. Hallo, ihr zwei. Päckchen für euch. Viel Spaß. Frau Merle Hartung? Was? Zeig mal hier. Das gibt's doch nicht. Was ist denn da drin? Guck mal, da ist ein Riss. Glaubst du, dass sie echt was gewonnen hat? Meinst du, wir können einfach? Der Riss ist doch schon da. Okay. Irgendwas auf Metall. Oh, ihr habt ein Paket gekriegt? Nein, wir haben es nur angenommen für Merle. Was? Ihr öffnet einfach anderen Leute Pakete? Haben wir gar nicht. War schon eingerissen. Natürlich, hier, ihr sollt euch schämen. Steht doch groß und deutlich drauf. Frau Merle Hartung. Na, so eine Schweinerei. Aber das bringt doch Glück. Ja, euch vielleicht nicht, weil man jetzt den Namen nicht mehr lesen kann. Ja. Das ist überhaupt nicht witzig. Okay, und start jetzt, komm. Hochziehen! Ja, mach ich hochziehen! Zieh sie hoch! Komm doch! Zieh dich am Rücken! Hochziehen, hab ich gesagt! Ja, ist ja gut! Na, halt! So, du Idiot! Ich werd verrückt! Wo im Einkaufszentrum hast du die Schuhe gekauft? Wir können ja nachher mal hinfahren. Dann zeige ich dir den Laden. Du schläfst doch wieder bei deiner Tante, oder?
Alter, wie der reiche Tore passiert. Ach, du spinnst doch. Hey, lass mich auch mal. Ist mir schade, oder was? Der ging mal auf meine Schule, aber jetzt nicht mehr. Der andere ist sein Bruder, glaube ich. Also dann, um 16:30 im Einkaufszentrum. Okay, um 16:30. Tschüss. Tschüss. Nächste Woche noch. Ciao. Wo ist er denn jetzt? Mensch, du solltest draufpassen. Unser Flugzeug? Ich glaube, der Propeller ist hin. Zeig mal her. So ein Mist. Aber das kriegen wir wieder hin. Du hast wirklich nicht gesehen, wo er hingeflogen ist? Kiki, hast du einen Papagei gesehen? Ein Papagei? Ja, ungefähr so groß. Gelb und blau. Ja, verarschen kann ich mir auch selber. Blöde Ziege. Ja, wie gesagt, die Kronen können ich nicht. Und zwar... Hast du einen Papagei gesehen? Ja, klar. Oder nee, es waren weiße Mäuse. Hä, wieso weiße Mäuse? Manche Leute sehen halt weiße Mäuse. Ich kann Ihnen 6 Stück zum Preis von halben... Mann, wir meinen das ernst. Wir haben wirklich einen Papagei gesehen. Vielleicht war es ja auch ein Bussard. Ach, so ein Quatsch. Ich kann doch einen Papagei vom Bussard unterscheiden. Vielleicht hat Merle wieder einen Huhn eingefärbt. Wie blöd hältst du uns eigentlich? Nun, lass mich mal hier. Komm. 6 Stück zum Preis von einem halben Dutzend. Oder ich gebe Ihnen 12 zum Preis von einem Dutzend. Das ist mir zu kompliziert. Ich nehme 3 Stück für eine Mark. Nein. Ich nehme 6 für 2. Merle! Merle, komm mal in hier. Ich hab ein Paket für dich. Für mich? Ja. Mensch, ihr habt ja wirklich was gewonnen. Hab ich euch doch immer prophezeit. Oh. Ami, ein Roller. Das gibt's doch nicht. Ich hab nicht dran geglaubt. Du auch nicht, Tobias? Nö. Hör mal, Ami. Wir beglückwünschen Sie zu Ihrem ersten Preis, sehr geehrte Frau Hartung. Oh, Frau Hartung. Von mir aus darf jeder mal fahren, okay? Okay, mach ich. Ich mach die Jungfernfahrt. Mama, Mama! Ami hat euch am Roller gekommen. Hey! Ami! Super! Das hätte ihr wohl nicht gedacht, was? So, der nächste bitte. Hey, du bist ja richtig sportlich, Ami. Tja. Na, da werden deine Kaffeeklatschfreundinnen aber gucken, wenn du damit an den vorbeifährst. Hier, wie findet ihr das? Ami und Merle. Das sieht toll aus. Das ist prima, ja gut. Prima, ganz toll. Das ist ja toll. Und ihr habt wirklich was gewonnen? Ja. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid ja richtige Glückspilze. Ich habe mich mit Groß im Einkaufszentrum verabredet. Den Roller nehme ich natürlich mit. Auf den Fliesen fährt es sich bestimmt gut. Kommt jemand mit? Wir müssen noch ein paar Übungsrunden machen. Nee, ich kann nicht. Jonas holt mich gleich ab. Selber schuld. Tschüss. Ja, tschüss, Nalle. Pass auf dich auf, ne? Einmal das und okay, Moment. Danke schön. Von der Firma mit den besten Grüßen an die Frau Gemahlin. Das ist ganz lieb. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, danke auch. So, was möchtest du denn haben? Den da. Doch keine weißen Mäuse. Weiße Mäuse hast du auch? Ja, darf ja. Darf ich denn mal streicheln? Nee, warte mal. Tobias, Niklas, komm mal schnell. Den hast du doch geklaut. Was? Das ist mein Roller. Deiner? Du hast wohl einen Sprung in der Schüssel. Wem gehört der Roller, Jungs? Mir. Da hörst du's. Nein.
Nein, das ist meiner. Den habe ich gerade in einem Preisausschreiben gewonnen. Gewonnen? So nennt man das jetzt. Gib den Roller her. Lass los! Ja, zieh doch, hier. Dollar! Halt! Was ist los da? Das ist mein Roller. Meine Schwester ist eine Nervensäge. Immer muss ich sie mitnehmen. Nie kann ich mit meinen Freunden alleine fahren. So ist das. Wir machen doch nur Spaß. Das ist kein Spaß. Ach komm, jetzt streitet euch doch nicht. Weißt du was, du lässt deinen großen Bruder eine Runde fahren und dann darf sie doch wieder, ne? Klar, dann darf sie wieder. Gut, siehst du. Tschüss. Tschüss, mein Kleiner. Tschüss. Aber das stimmt doch alles gar nicht. Jetzt geh her und verschwinde. Lass los und schnell rein in die Tasche. Scheu ihr noch eine, dann lässt die los. Hau ab. Aua. Hirnamputierte Feiglinge, verdammte. Hast du dir wehgetan? Nee, lass mal. Geht schon. Putt, das ist kein Huhn. Quatsch, auf mich hat er gehört. Du bist nur viel zu nah angekommen. Ja, und wo ist er jetzt? Und du weißt wirklich nicht, wie die heißen? Oder wo die wohnen? Verdammte Feiglinge, drei gegen eine. Ich bin auch schon mal abgezogen worden. Eine nagelneue Jeansjacke. Seitdem lerne ich Judo. Echt? Was heißt eigentlich Kaki oder was du da vorhin gesagt hast? Kackpfiff kommt auf keinen Fall in Frage. Hä? Pfiff. Kack kommt auf keinen Pfiff Fall in Frage. Kommt auf keinen Fall in Frage. Kackpfiff. Gut. Das muss ich mir merken. So. Deine Personalien und die Täterbeschreibungen haben wir. Hat dein Roller irgendein besonderes Kennzeichen? Der ist ganz neu. Ich meine, hat er vielleicht einen Aufkleber oder so etwas? Nee. Schade. Du bist verletzt worden? Quatsch. Doch, am Knie. Das ist doch nicht verletzt. So gut. Keine Verletzungen. Wir werden die Augen offen halten. Es sind ja immer die gleichen Klicken, die sich hier zum Rollern und Skaten treffen. Stimmt. Soll ich deine Eltern anrufen? Warum? Um sie zu informieren. Vielleicht sollen sie euch abholen. Nee, das ist nicht nötig. Naja, dann kommt mal trotzdem gut nach Hause. Tschüss. 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 Willst du mal zu mir kommen? Darf ich denn? Na klar. Das muss ja ein furchtbares Gefühl für dich gewesen sein. Drei große Jungs und du so ganz allein, hm? So. Ich bin ganz vorsichtig. Das gibt's doch nicht. Die haben mich echt abgezogen. Wären wir bloß mitgekommen. Und niemand hat dir geholfen, sag mal? Doch, Rose. Hat denn kein Erwachsener eingegriffen? Mm-mm. Ich find echt cool von dir, dass du ihr geholfen hast. Darf ich deinen Huhn mal streicheln? Na klar. Und was habt ihr gemacht? Wir haben es den Wachleuten gesagt. Aber ob die den Roller wiederfinden, hat ja auch kein Kennzeichen. Doch. Ich habe Amis und deinen Namen unten ins Trittbrett geritzt. Echt? In Großbuchstaben, das kriegen die nicht weg. Das musst du den Wachleuten sagen. Habt ihr noch mehr Tiere? Ja, noch ganz viele. Du kannst auch bei uns schlafen, wenn du willst. Das geht doch, Mama, oder? Deine Tante nichts dagegen hat? Kein Problem. Ich rufe sie gleich an und frage, ob du bleiben darfst. Gibst du mir eure Telefonnummer? Ja. Da steht sie drauf. Danke. Kommt mal mit. Ich muss euch was Verrücktes zeigen. Ach, Rose, pass noch ein bisschen auf dein Knie auf, ja? Mach ich. Wenn ich dabei gewesen wäre, hätten wir was erlebt. Na, komm her. Komm, Tarzan. Komm mal her. Komm mal zu Rose. Na, komm. Komm mal her. Na, komm, du kleiner Racker. Komm runter, du Süßer. Komm her. Komm mal da runter, na komm. Die tickt noch ganz richtig. Komm mal her. Das ist doch unmöglich. Und das am helllichten Tag. Und alle haben mal wieder nur zugeschaut. Komm runter. Komm. Komm her, du kleiner Racker, na komm. Komm zu Rose. Na komm mal her. Komm her.
Ja, so ist brav. Boah, ich hab's geschafft. Klasse. Super. Wie bei Dr. Doolittle. Aber hier drin ist es schön warm, ne? Darf ich? Ich bin nur eine Schlafdecke für euer Findelkind. Habt ihr denn schon einen Namen für ihn? Wir überlegen noch. Tarzan oder Rambo? Rambo? Ich weiß nicht. Was war das denn? Was? Ich hab nichts gehört. Hört ihr das nicht? Das ist doch schon wieder. Ganz deutlich. Einstein. Wo habt ihr sie versteckt, hm? Na, nun mal raus mit der Sprache. Aha. Nein. Niklas hat mir Einstein anvertraut. Dann musst du wohl mit ihr im Hühnerstall übernachten. Willst du das? Sag ich doch. Kackpfiff. Meine Mutter merkt eben alles. Hm. Kackpfiff? Was sind das für neue Ausdrücke? Wieso? Kackpfiff. Kommt auf keinen Fall in Frage. So was. Frechdachs. So, und nun ab ins Bett. Schlaf gut, Ros. Morgen kriegst du Einstein wieder, ja? Okay. Gute Nacht, Merle. Ach, und Merle, mach dir mal keine so großen Sorgen wegen deinem Roller. Den kriegen wir schon wieder, ja? Gute Nacht. Gute Nacht. Wie geht's Merle? Ach, sie lässt sie nichts anmerken, aber ich glaube, der Schock sitzt ziemlich tief. Dass sowas bei uns passieren kann, ist unfassbar. Tja, Gott sei Dank war Rose gleich zur Stelle. Tolles Mädchen, wohnt mit ihrem Vater im Schanzenviertel. Er arbeitet auf einer Bohrinsel in der Nordsee. Ja, aber dann ist sie ja ganz oft allein zu Hause. Wenn er arbeitet, wohnt sie hier bei ihrer Tante im Alstertal. Eigentlich suchen sie dringend eine Pflegefamilie, aber Rose will nicht. Ich würde sie gern betreuen. Also, ich könnte mir das gut vorstellen. Und mit Merle versteht sich doch auch super. Und du kriegst Geld vom Amt. Siehst du? Würde sogar meine Haushaltskasse aufbessern. Was meinst du dazu, Carla? Entschuldige dich, ich habe jetzt überhaupt nicht zugehört. Carla kann nämlich Karriere machen und zwar gleich mit einem Sprung ins obere Management. Ein Angebot der Eromir. Als Leiterin der Einkaufsabteilung mit einem tollen Wohnbüro direkt in der Innenstadt und einem Traumblick auf den Hafen. Das ist doch wunderbar. Und Organisation, das liegt dir doch. Warum freust du dich denn nicht? Ja, und was ist mit Timo, Tobias und Kiki? Das ist es, was mir Sorgen macht. Aber so eine Chance bekomme ich im Leben nie wieder. In ein paar Jahren sind deine Kinder aus dem Haus und dann hockst du allein im Pferdestall. Und mit Wohnbüro, das heißt, ich kann direkt von zu Hause aus arbeiten. Ja, und die Kinder könnten jedes Wochenende und die Ferien auf dem Hof verbringen. Also ich weiß nicht. Du musst dir das gut überlegen, Carla. Also meine Unterstützung hast du. Prost. Prost. Gute Nacht, Tarzan. Er hat sich euren Hof als neue Wohnung ausgesucht. Bestimmt. Tiere tun sowas. Meinst du? Ist Judo-Lernen eigentlich schwer? Warum? Sowas wie heute, das will ich nicht nochmal erleben. Ob ich meinen Roller zurückbekomme? Von allein bestimmt nicht. Da musst du schon selber hinterher sein. Aber was soll ich denn machen? Die sind zu dritt. Dann müsste er einen Plan haben. Was für ein Plan? Mal überlegen. Was wissen wir denn über die? Nur, dass sie manchmal im Einkaufszentrum sind und gerne Fußball spielen. Und dass sie die Roller bestimmt nirgendwo allein stehen lassen. Eben. Wie sollen wir da rankommen? Man müsste... Genau, Mensch, ich hab's. Pass mal auf. Da sind immer Brüche. Wo ist er denn? Ich werde. Der Brief. Ach, oh Mann, gibt der. Barcelona. Was? Spanien? Ich dachte Südamerika. Peru oder Argentinien. Irgendwas Exotisches. Also wenn schon Schüleraustausch, dann aber richtig weit weg, oder?
Wieso? Spanien ist doch toll. Und Barcelona ist direkt am Mittelmeer. Die Familie hat bestimmt ein Ferienhaus am Strand. Ja, und einen ganz tollen Sohn, der natürlich Torero oder Flamenco-Tänzer ist. Du bist ja nur eifersüchtig. Also, ich freue mich jedenfalls. In Barcelona können wir Hexe alle besuchen. Ja, jetzt kann ich dir erzählen. Ich hatte schon Albträume. Meine kleine Tochter in den Schluchten der Anden, umringt von finster blickenden Indios. Ja, aber du, in meinem Alter hast du schon die ganze Welt gesehen. Ja, na ich, das ist ja ein bisschen was anderes. Ja, klar. Wa? Wieso ist das denn gewiss was anderes? Hört mal, ich bin doch... Du angeben! Ja, das ist so Streck, hoppala, wo wollt ihr beide denn hin? Hallo Uwe, wir haben was Wichtiges zu erledigen. Ja? Hat sich schon jemand gemeldet? Gemeldet? Ach, wegen dem Papagei? Nö, bis jetzt noch nicht. Ein Glück. Das muss ja wirklich wichtig sein. Hey, lass mich los! Das ist mein Roller. Das stimmt doch gar nicht. Kann doch frech werden, was? Hey, ist er das? Ja. Das haben wir gleich. Dürfen wir mal sehen? Wo hast du gesagt? Aber Niklas hat doch gesagt, war deiner nicht nagelneu? Stimmt, das ist ja gar nicht meiner. Geht aber nicht, dass ihr falsche Anschuldigungen gegen Dritte erhebt. Tschüss. Tschüss. So eine Pleite. Aber aufgeben gibt's nicht. Einer allein wäre ja auch zu einfach gewesen. Wir kämmen jetzt alles durch. Jede Ecke. Von oben bis unten. Bingo. Los, her mit der Pille. Klar, wollen Sie die Rechnung sehen? Hast du deinen Roller irgendwie gekennzeichnet? Nee, wieso? Ist das Pflicht? Du hast doch bestimmt nichts dagegen, oder? Was bedeuten diese Namen unter dem Roller? Scheiße! Langsam, junger Mann, hier geblieben. Wir gehen jetzt ganz friedlich ins Büro, damit die Polizei deine Personalien aufnehmen kann. Dann wollen wir mal hören, was deine Eltern dazu sagen. So, jetzt gehen wir erstmal meine Schuhe kaufen. Du kannst sie ruhig immer haben, wenn du hier bist. Tschüss, Heino. Na komm, Tarzan, komm. Rambo. So, Rose, was ist jetzt so? Dürfen hier auch Kinder ohne Eltern wohnen? Du meinst, wenn dein Vater auf der Ölbohrinsel arbeitet, soll ich mal mit ihm drüber reden? Okay, mach ich. So, jetzt kommt aber ihr beiden. Deine Tante wartet sicher schon, hm? Na komm, Tarzan, komm. Oh, ich will nicht, dass du wegfährst. Aber ich komm doch wieder. Tschüss, Tarzan.